So, Klappe die erste. Moin und hallo erstmal. Sonntagmorgen, 9 Uhr und 21 Grad, die sich anfühlen wie 28. Furchtbar. Ich glaube, das wird ein ziemlich dampfiger Tag heute. Ja, nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir sollten mal wieder eine Runde Motorrad fahren. Wir, das sind quasi da. Meine Frau sitzt hinten drauf, genau. Und dann haben wir uns mit Freunden zum Brunchen verabredet heute Morgen. Dazu müssen wir aber 85 Kilometer Motorrad fahren. Was ja jetzt prinzipiell mal nichts Schlimmes ist, ne? Nur wenn es wieder so heiß wird heute, was es eigentlich nicht soll, aber vielleicht ja doch, wer weiß. 30 Grad, glaube ich, soll es geben. Das ist ja gerade noch so an der Schmerzgrenze. Ja, jetzt hier aus der Stadt raus kommt so ein Stück gerade Bundesstraße Richtung Neustadt. Und da könnte es ziemlich laut werden, dann melde ich mich mal wieder, wenn wir wieder in der Ortschaft sind oder so. Ne? Bis gleich. Ein Rennradfahrer auf dem Radweg. Sowas habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Na, dann gleich noch einer. Gibt's sowas? Fahrt ihr gefälligst auf der Straße? Eieiei. Jetzt muss ich meine Meinung noch ändern. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ist das nicht schön? 21 Grad. Und so ein bisschen wolkig. Ja, außerhalb geht es jetzt auch, aber eben, als wir in die Garage gelaufen sind, fand ich es gerade furchtbar. Aber jetzt Schnauze. So, da bin ich wieder. Hier schläft noch alles, außer die zwei. ja, ich mag das so morgens. Sonntagsmorgens ist dieser Zeitpunkt natürlich immer etwas später. Aber ich mag das so, morgens irgendwie durch die Ortschaft zu fahren, wenn alles gerade so ein bisschen am Aufwachen ist. So, jetzt kommt ein bisschen eine schöne Strecke, die nächsten paar Kilometer. Werden wir jetzt einfach mal genießen. Und dann werde ich doch einfach ganz Hoshi-typisch mal wieder ein bisschen Musik drunter legen.
Ja, das ist der Hammer hier. Guckt euch das mal an. Das ist eine ganz normale Ortsausfahrt. Ganz normale Ortsausfahrt. Hier wird der Verkehr auf eine Spur. Also es ist unglaublich. Ich finde das absolut unglaublich. Und es steht auch nicht angeschrieben. Ne? Also es ist einfach eine Sperrung da. Eine Sperrung eines Fahrstreifens. Unglaublich. Ja, was meine ich denn mit meinem Titel? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich habe eben gesagt, ich mache mal wieder ganz Hoshi-typisch Musik drunter. Und ja, ich muss sagen, ich bin sowohl bei der Alpentour als auch beim Vlogger-Treffen bin ich quasi von meiner eigentlichen Vorgehensweise abgewichen, weil ich connected war. Ja, ich war auf der Alpentour verbunden mit meinem Mitstreiter, Mitfahrer und haben uns die ganze Zeit mehr oder weniger unterhalten und ab und zu mal ausgeklinkt, um mal was fürs Video zu machen. Und da bin ich jetzt so mit dem Ergebnis, was mein Video angeht, überhaupt nicht zufrieden. Ne? Es ist irgendwie total zerpflückt und ja, weiß nicht. Ich tue mir unheimlich schwer, da was Brauchbares zu finden. Genauso ist es auch mit dem Vlogger-Treffen jetzt. Ne? Also ich habe jetzt mal alles gesichtet und habe versucht, noch was zurechtzuschnibbeln. Bis zur Rückfahrt, wo ich dann alleine war, komme ich mal irgendwie auf starke 8 Minuten Filmmaterial. Ne? Und bei der Rückfahrt habe ich dann irgendwie 2 Stunden, keine Ahnung. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch was Brauchbares rauskriege. Ne? Mal sehen. Deswegen werde ich das jetzt mal nicht komplett absagen, aber es wird ja, ist nicht ganz so einfach. Ja, also wie gesagt, normalerweise mache ich das so. Ich fahre einfach los, habe ich glaube ich auch schon mehrfach erzählt. Ich fahre einfach los und habe die Kamera an. Entweder ich habe ein Thema im Kopf, über das ich reden möchte, oder ich fahre einfach los und mir kommt unterwegs irgendwas. Und dann kann es eben passieren, dass ich irgendwie 3-4 Stunden unterwegs bin, 3-4 Stunden Filmmaterial habe und davon ungefähr 2 Stunden geplapper. Und davon suche ich mir dann das Beste aus. Oder das Beste, das für mich Beste. Ich habe das schon mehrfach versucht, indem ich einfach sage, so, jetzt fahre ich los und wenn ich irgendwo eine schöne Gegend habe, also eine Ecke, die ich kenne, die schön ist, schöne Strecke, dann mache ich einfach, ja, dann spule ich einfach mein Thema ab und dann ist Feierabend, ne, sozusagen. Und dann fahre ich einfach weiter. Ja, aber das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe da noch nie was Brauchbares bei rausgekriegt. Ne? Ja, jetzt könnte natürlich der eine oder andere sagen, ja, what's the fucking problem? Mach doch einfach einen Dual-Vlog. Boah. Schwierig. Unheimlich schwierig. Weil, also aus meiner Sicht, unheimlich viel Arbeit. Man müsste quasi den Punkt finden, wo man die Kameras synchronisiert. Also dass man also sich selbst, also auch das Gelaber dann synchronisiert. Ne? Jetzt hat der eine vielleicht eine Drift und der andere zeichnet vielleicht irgendwie anders auf und dann sind die Dateilängen wieder unterschiedlich und dann, ach nee, dann muss er hier jede Datei synchronisieren und das ist ja eine Mordsarbeit. Ich habe so schon eine Mordsarbeit damit, meine Videos zu schneiden. Und wenn ich jetzt noch auf die Idee komme, Dual-Vlogs zu machen mit einem, also wenn jetzt meine Frau hinten drauf jetzt mit mir sich unterhalten würde, ja, das ja, könnte ich ja noch irgendwie hinkriegen, ja, aber mit einem anderen Fahrer, der da ist, oh, nee, da, das ist ja unheimlich viel Arbeit. Eine zweite Kamera ist ja schon viel Arbeit. Ja. Ich meine, es gibt Leute, die machen natürlich hier Ride Alone oder auch der Gradmelder, die machen dann
Videos mit 3 bis 5 Kameras, ja, aber Leute, so viel Zeit habe ich nicht. So viel Zeit habe ich einfach nicht. Ja, und deswegen muss ich wieder back to the roots, zu meiner Vorgehensweise, so wie heute. Ich fahre einfach los, Kamera läuft und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, dieses Thema hatte ich ja auch. Wie macht denn ihr das? Wie macht ihr das, wenn ihr losfahrt? Fahrt ihr schon los mit dem Ziel, einen Vlog zu machen? Oder fahrt ihr los mit einem bestimmten Thema im Kopf, wo ihr dann genau wisst, das und das? Oder vielleicht sogar mit einem Drehbuch irgendwie, keine Ahnung. Hier im Tankrucksack könnte man ja auch so ein kleines Dings reinlegen. So ein, wie sagt man dazu? Naja, so ein Drehbuch halt, ne? Wo man reinschreibt, aufschreibt, was man dann sagen wollte, damit man nichts vergisst. Meine Frau fragt sich gerade, warum ich meinen Tankrucksack streiche. Sie hat ihn auch mal gestreichelt, warum nicht? Ja, also wie macht ihr das? Fahrt ihr los mit einem gewissen Thema im Kopf oder fahrt ihr vielleicht los? Ich meine, wir sind heute mit Sicherheit 3 Stunden auf dem Motorrad. Ja, also ich bin jetzt 3-4 Stunden unterwegs und sage, okay, ich komme die ganze Woche nicht zum Fahren und ziehe da mal gleich 2-3 Themen durch und mache dann 2-3 Vlogs auf einer Ausfahrt. Macht ihr sowas auch? Keine Ahnung. Ich mache das nicht, also ich kriege das einfach nicht hin. Ich habe auch endlos viele Verabschiedungen drin, ja. Weil ich dann immer doch noch irgendwas sage, wenn ich mich schon längst verabschiedet habe. Ja, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie ihr das macht. Vielleicht kann ich mir ja von dem einen oder anderen was abgucken. Vielleicht recherchiert ja der eine oder andere sogar vorher, dass er losfährt, hat ein gewisses Thema im Kopf. Ich meine, wenn man so rechtliche Geschichten abarbeitet, wie der Fritze von Quadmelder, da bleibt einem ja nichts anderes übrig, als zu recherchieren. Ja. Macht ihr das auch? Recherchiert ihr vorher, bevor ihr losfahrt? Oder geht ihr das Risiko ein, irgendwie mit absoluter Ahnungslosigkeit zu glänzen? Und absolut fundiertes Halbwissen von euch zu geben? Keine Ahnung. So mache ich das eigentlich. Also ich behaupte mal von mir, dass ich nicht dumm bin. Das tun die meisten, glaube ich. Und ich rede eigentlich auch nur über Sachen, von denen ich der Meinung bin, ich hätte eine Ahnung von. Ne? Also deswegen hoffe ich doch, dass meine Vlogs, meine Themen, meine Sachen, die ich so von mir gebe, einigermaßen auch Sinn machen. Jipileum, hurra. Sehr, sehr geil, dass noch kein Schwein unterwegs ist. Ich find's toll. Das wird heute wieder komplett anders sein. Ja, und noch ein anderes Thema ist es eigentlich nicht. Es gehört eigentlich irgendwie dazu. Was ist denn hier los? Gescheppert. Oh, hier ist auch schon offen. Müll. Oh, hier ist scheinbar eine Vespa-Gruppe und Tour. Und übernachtet da im Hotel, so wie das aussieht. Ne? Vielleicht mal gucken, wo die herkommen. Finde ich auch witzig. Ne? Oh, was steht da auf den Nummernschildern? Heilbronn. Jo, da haben die wahrscheinlich hier genächtigt. Ja, ich muss sagen, ich denke, das ist. Also ich habe diese Phase letztes Jahr schon gehabt, aber lange, lange, lange nicht so ausgeprägt wie dieses Jahr. Wenn ich das gewusst hätte, wie das dieses Jahr wird, dann hätte ich diesen Vlog letztes Jahr darüber nicht gemacht. Ja, ich habe eine brutale Krise. Ich habe auch mit dem einen oder anderen Kollegen schon geschrieben und habe gelesen, gehört, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht. Ja, ich habe eine totale Krise, was meine Vloggerei angeht.
weil ich eigentlich irgendwie mit nichts zufrieden bin. Also, und mir geht es nicht um die Qualität, also um die technische Qualität, sondern rein ausschließlich mal die Linse putzen, ausschließlich um die inhaltliche Qualität. Also ich habe mit Sicherheit schon mehr Vlogs verworfen, als ich hochgeladen habe. So, wir verlassen die Pfalz bei Germersheim. Gucken, ob der Rhein Wasser hat. Naja, sieht noch ganz gut aus, ne? Jetzt sind wir im Bruchsal und suchen das Schloss. Und da soll es eine Frühstückslocation geben. Hat der Kumpel gebucht. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Hier in Bruchsal gibt es ein Hochsicherheitsgefängnis. Fahren wir gleich vorbei. Da gehen wir jetzt frühstücken. Da rechts, guck mal. Das ist der Knast in Bruchsal. Mitten in der Stadt. Also das hier alles da, ne? Da. Ja, ja. Ja, hier links haben wir das Gefängnis in Bruchsal. Die Justizvollzugsanstalt. Sehr groß und mitten in der Stadt. Und rechts kommt gleich das Schloss jetzt. Hier. Zur Rechten das Schloss in Bruchsal. Auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, das war verkehrt. So, hier ist eine Sackgasse, ne? Schloss zu Bruchsal auf der rechten Seite, jetzt gleich auf der linken. Ne? Wenden in einem Zug. Aber ich glaube, ich habe die schon gesehen. Da war gleich ein Parkplatz eben, ein größerer. Und da habe ich, glaube ich, die Dings gesehen. Deswegen habe ich da so ungläubig geguckt. Ah, fuck, da darf ich gar nicht. So eine Grütze. So, kleine Stadtrundfahrt durch Brusel, wie der Einheimische sagt. Naja, wir werden es finden. Gleich hier wieder der Knast, ne? Gewöhnt dich schon mal dran, ja? Hier, ab hier geht's los. Guck, JVA. Alles Knast hier rechts. So, jetzt fahren wir wieder links Richtung Schloss. Das ist ein Déjà-vu, so als wäre ich schon mal hier gewesen. So, da vorne ist nämlich ein Café, da rechts, guck mal. Das Gebäude hier, da steht Schlosscafé. Ich glaube, da steht der Marcel, guck mal. Guck mal, da steht der Marcel und winkt uns ein. Da. So, ein ausgiebiges Frühstück und zehn Grad Außentemperatur später habe ich die Kamera mal wieder angemacht, eigentlich aber aus einem ganz anderen Grund, nämlich ich habe gerade gesehen, dass ich bei 69.900 mittlerweile 98 Kilometern angelangt bin. Das heißt, ihr werdet gleich live miterleben, live natürlich nicht, aber ihr werdet es sehen, wie mein Kilometerzähler auf 70.000 springt, hoffe ich. So, jetzt haben wir 69.999.
es wird spannend. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Immer noch 99, immer noch 99, immer noch 99. Na? Ja, yeah, 70.000 Kilometer. BMW R1200R. So, ist die Frage. Wie fährt sich so eine BMW mit 70.000 Kilometern? Ja. Genau wie vorher, ne? Okay, Autobahn ähnlich. Bis später. So, das Tor zum Pfälzer Wald. Landau. In der Pfalz. Jetzt noch ein paar Meter B10 und dann sind wir wieder auf der Hausstrecke Johanneskreuz. Und hoffentlich kühlt es gleich ein bisschen ab, wenn wir dann im Wald sind. Im Moment haben wir immer noch 29 Grad. Hier sind natürlich die Ausläufer der Rheinebene. Und da ist es immer sehr, sehr heiß. Boah, Leute, ist das warm. Das niedrigste waren 26 Grad auf dem Johanneskreuz oder kurz danach. Ansonsten immer drüber. 27, 28. Jetzt sind wir auch schon wieder bei 27 Grad. Naja, gleich daheim, Viertelstunde noch. Jo, wir waren jetzt wie gesagt in Bruchsal zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Näher an Karlsruhe. Zum Frühstücken, war ganz nett. Und ja, Freunde mal wieder gesehen. Und jetzt sind wir aber auch froh, wenn wir zu Hause sind und dann vielleicht eine Dusche nehmen können. Ja, mal schauen, wie ich das jetzt in Zukunft mache. Wie gesagt, ich bin da schwer am Überlegen. Die Gedanken an Aufhören waren auch schon da, weil man dann doch irgendwie immer wieder einen Haufen Zeit investiert und man kein Ergebnis davon hat. Wenn man dann ja doch nichts zum Hochladen hat und es wieder verwirft. Manchmal ein bisschen deprimierend. Bisschen ernüchternd. Aber gut, ich denke, das geht jedem so. Jeder, der irgendwie was entfernt Kreatives macht oder machen möchte. Jo, nichtsdestotrotz, weil ja das letzte Video von mir ist auch schon wieder eine ganze Weile her. 2 Wochen, glaube ich, mittlerweile schon wieder. Nichtsdestotrotz hat meine Abozahl doch ein bisschen zugenommen. Was vielleicht auch, vielleicht vor allem, dadurch kommt, dass mich einige der Kollegen, die mit am Vloggertreffen waren, mich in ihrem Video erwähnen. Also nicht nur mich, sondern alle Teilnehmer. Sei es im Abspann oder sei es namentlich. Dafür bedanke ich mich mal, weil das so einem kleinen Kanal wie meinem doch immer wieder ganz gut tut, so eine kleine Erwähnung von jemandem, der größer ist, sei es körperlich oder sei es nur die Abozahl. Ja, das hilft mir dann doch immer so, einen kleinen Schub. Ja. Okay, genug gejammert, genug gepienst. Ich bin jetzt gleich in Laudern wieder, hier ist gleich das Ortsschild. Ja, Ereignis heute. 70.000 Kilometer voll gemacht, jetzt haben wir 70.078. Die 70.000 sind voll, das heißt, ich muss schon wieder bald zum Service. Ich muss ein bisschen sparsam umgehen mit meiner restlichen Laufzeit. Das muss ich noch dieses Jahr noch mal zum Service. Und dabei war ich doch erst im Februar. Das heißt, ich bin jetzt seit Februar 7.000 Kilometer gefahren. Auch nicht schlecht. Also gut. Dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen und bedanke mich bei allen,
auch die dazugezogen gekommen sind in letzter Zeit, die den Abo-Knopf gedrückt haben. Natürlich nicht nur den neuen, sondern den alten auch. Und jo. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr euch mein nächstes Video auch anschaut. Und deswegen sage ich auch wie immer ganz optimistisch, bis zum nächsten Mal und tschüss.